Ich bin Laila. Für mich gibt es nichts Wichtigeres als ein Zuhause, in dem ich ich sein kann. Heute zeige ich euch meine elegante 75 Quadratmeter Wohnung im Herzen von München. Ich wohne hier mit meinem kleinen Hund Monty und wir stehen schon hier im Wohnzimmer neben meinem Lieblingsprodukt, der Sonnenspiegel. Der Sonnenspiegel ist für mich halt bedeutend, weil das auch meinen Charakter verkörpert und viel Wärme gibt und ein Stück vom Universum einfach in meinem Wohnzimmer auch ist. Und wenn euch mein Look gefällt, dann shoppt ihn doch gerne einfach bei Westwing. Mein Einrichtungsstil über die Jahre hat sich eigentlich sehr verändert. Und dann habe ich mit der Hilfe von Westwing Studio mir diese wunderschöne Wohnung einrichten lassen. Das hat nur 4 Wochen gedauert und ich konnte mir alles nachshoppen. Und jetzt wohne ich in meiner Traumwohnung, fühle mich extrem, extrem wohl und lebe meinen Traum. Wenn es um meine Einrichtung geht, da bin ich bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen, wie notwendig, weil mein Zuhause ist einfach meine Ruheoase und es ist mir wichtig, dass ich mich hier wohlfühle und einfach ich selbst sein kann. Diesen Raum 35 Quadratmeter habe ich aufgeteilt in Wohnzimmer und Esszimmer. Und vor allem, weil ich ja auch einen Esstisch haben wollte. Das heißt, es ist auch mein Wohnzimmer, mein Esszimmer und mein Work-from-Home-Office. Meine Freunde würden mich beschreiben als eine sehr stilvolle, stylische Business-Lady, die das Leben mit vollen Zügen genießt und sehr gerne ihre Träume lebt. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich auch von hier aus sehr gerne arbeite. Und zwar, das ist mein Lieblingsstuhl, weil der ist unfassbar bequem. Wenn ich hier 8 Stunden sitzen muss und in Zoom-Calls bin, ist es natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich auch einen sehr bequemen Stuhl habe und nicht mit Rückenschmerzen rausgehe. Bei der Einrichtung war es mir besonders wichtig, dass ich mit hellen Farben arbeite. Das heißt, wenn ich hier rosa habe, sieht man, dass es sich durch die ganze Wohnung wiederfindet. Vor allem wollte ich auch viel mit Goldfarben arbeiten, weil als Perserin mag ich halt Gold. Und das wollte ich auch in meiner Wohnung auch wieder gespiegelt haben. Und vor allem war es mir wichtig, dass ich auch viele Lichtquellen habe. Deshalb habe ich eine Lampe in der Ecke und viele Hängelampen und vor allem auf dem Esstisch, wenn meine Freunde hier sind und wir unsere Girls Night haben, dass wir auch viel Licht haben und unser Essen genießen können. Und jetzt gibt es ein Gewinnspiel. Geht auf Westwing Now und sucht euch in der Kategorie Leuchte, Deko und Küche jeweils ein Produkt aus. Schreibt es in die Kommentare und mit ganz viel Glück gehören alle 3 Produkte euch. So Leute, jetzt zeige ich eine Sache, die für mich überlebenswichtig ist. Mein Morgen beginnt erstmal mit 1 Stunde meditieren und danach mache ich den besten Kaffee Münchens, hier bei mir natürlich zu Hause. Wieso ich die Kaffeemaschine besonders toll finde, ist, ich konnte sie personalisieren und habe natürlich ein bisschen Farbe mit reingebracht, wollte die unbedingt in der Farbe Rot haben. Und ich würde sagen, das ist wieder dieser elegante Lebensstil von mir, dass ich wirklich sehr viel Wert auf Qualität lege und auch hier natürlich sehr hochwertigen Kaffee jeden Morgen genießen darf. In meiner Küche verbringe ich eigentlich sehr viel Zeit, weil ich sehr, sehr gerne abends nach meinem Sport dann auch was Frisches esse und nicht auf Kühlprodukte zurückgreifen möchte. Was ich besonders in meiner Küche mag, ist eigentlich, dass sie sehr geräumig ist. Und die Küche war schon drin, als ich eingezogen bin, aber ich glaube, ich hätte auch mir selber eine weiße Küche geholt, weil die sehr neutral ist und man kann sie mit sehr schönen Farbakzenten wieder kombinieren, wie ihr es hier seht. Meine schöne Kitchen Set in rosa oder auch meine Kaffeemaschine, die dann in rot ist. Bei der Einrichtung in meinem Schlafzimmer war es mir natürlich wieder wichtig, dass ich diese eleganten Touch habe, aber auch vor allem die hohen Wände und die hohen Decken in meinem renovierten Altbaum natürlich zur Geltung bringe. Und ich hoffe, das ist mir sehr gut gelungen durch die Farbe und vor allem die selbstbemalte Wand mit den Stuckleisten, die hier ihr im Hintergrund sehen könnt. Vor allem die Farbe ist auch, hat etwas Verführerisches, was Mysteriöses und passt sehr gut zu einem Schlafzimmer. Was ich noch besonders schön finde in meinem Schlafzimmer, sind die wunderschönen Westwing-Bilder hier an der Wand. Und die gucke ich sehr, sehr gerne abends, wenn ich kurz vorm Schlafen bin. Und was ich sehr schön an die Bilder finde, ist, dass dieser goldene Touch, was man in meiner Wohnung hat, auch sich widerspiegelt. Und das sieht man auch auf dem
auf den Bildern. Das sieht man an meine Hängelampen und natürlich auch in meinem Kleiderschrank. Was mir an München und meine Wohngegend hier im Lehel besonders gefällt, ist, dass ich sehr, sehr zentral lebe. Und ich bin halt vom Herzen ein Citygirl und mir war es super wichtig, dass ich zentral lebe und konnte mich auch hier sehr gut wiederfinden und fühle mich sehr, sehr wohl. Mode heißt für mich Selbstverwirklichung. Ich kleide mich sehr, sehr gerne stilvoll, elegant, mit verschiedenen Farben. Ich kombiniere sehr gerne verschiedene Töne und bin aber sehr gerne auch mal in einem Hoodie und Schlafanzug. Vor allem, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Aber auf der Arbeit ziehe ich mich sehr gerne stylisch an und kombiniere, weil ich finde, wieso nicht? So, ihr Lieben, wenn euch mein Stil gefallen hat, dann shoppt ihn nach und das war's von mir. Tschüss!